Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Black and White 2. Es geht wieder weiter und ja, wie ihr hier vielleicht gerade seht, ja, so ein bisschen andere Stadt als vorher. Was denn da passiert? Ja, ich habe gerade im Hitze des Gefechts, also als das Erdbeben schon ein bisschen weiter war, gespeichert und irgendwie schafft es dann mein Computer nicht so ganz, das Teil zu verarbeiten und ich sehe das mal abgestürzt. Deswegen habe ich das jetzt nochmals machen müssen alles und die Stadt sieht deswegen ein bisschen anders aus. Ja. Und es ist hier wieder das Erdbeben und sonst ist eigentlich alles so ziemlich dasselbe. Gerade habe noch eine Fernkampfanlage gebaut, damit sie aufhören zu sagen, ich will eine Fernkampfanlage. Bin gerade eine Armee am Ausbilden, um nachher diese Quest hier zu machen. Und ja, das wär's eigentlich mehr oder weniger. Glaube ich mal. Also können wir da ja jetzt weitermachen. Okay. So. Ah, so laut. Jo, und hier habe ich Glück, mehr oder weniger. Weil das Erdbeben geht ist hier noch runtergegangen und nicht zu mir. Also ist hier nicht viel zerstört worden, sondern einfach nur das Zeugsel da. Ah, und das Erdbeben geht dann auch wieder weg. Jetzt kann der Gegner, glaube ich, mich nicht mal angreifen, weil hier nichts für Platz ist neben dem Erdbeben durch und so. Das sieht man voll rein. Es leuchtet einfach. Ja gut. Jetzt müssen wir diese Mission hier machen und momentan die reinschicken. Dann geht's. Letztes Mal hat es nicht funktioniert, da musste ich zuerst noch das Teil mit Wasserweile fluten und so, ja. Und was macht dieser Bürger unten links? Fliegt ein bisschen rum. Naja. Haben die es geschafft? Ja. Das war unglaublich, wo lernt man denn sowas? Keine Ahnung. Die fliegt immer noch rum. Ich schätze, das war Heldeninstinkt. Vielleicht kannst du das noch ein paar Schlachten auch. Überall Käfer am Boden. Ja, und diese Mission ist damit gemacht. Euer Krieger hat Erfahrung gesammelt. Echt? Mann, wenn das so einfach ist, sollten wir ihn noch ein bisschen randalieren lassen. Jo, aber die Rätsel ist aufgelöst. Rufe zwei Rechten. Du, kannst du bitte wieder? Er ist gestorben. Es geht noch nicht zurück. Die Leute dort sind noch nichts Großes am Planen. Was habe ich eigentlich für eine Bevölkerungsaufteilung? Mal gucken. Da bekehrte Baumeister 36, der Rest ist um die 10 rum. Okay, also Gläubiger. Aber Gläubiger habe ich einfach gebraucht, um die Schilder zu machen, obwohl die meiner Meinung nach doch nicht so viel nützen, wie ich zuerst gedacht habe. Das Teil braucht wahrscheinlich noch Pfeile, bis er sich auflöst. Du gehörst in den Friedhof, aber schon Friedhof? Da, du gehst da rein. Eine Schar kranke Kühe. Bin ja sowas von dankbar, dass du mir eine Schar kranke Kühe hier rüberbringst. Oh, Herr. Ich schäme mich, was ich vorhin gesagt habe. Bitte verzeih mir und nimm dieses Geschenk an. Ich werde den Rest meiner Herde in der Stadt verkaufen. Ja, er wollte, glaube ich, mich sozusagen zusammenscheißen, dass ich zugelassen habe, dass seine Leute hier seine Kühe verseucht sind. Aber dass ich schon geheilt habe, bevor ich überhaupt die Quest angenommen habe, ist es, naja, halt ebenso geendet. Oh, und dieses Teil ist zugegangen, das habt ihr es leider nicht gesehen. Aber es ist sowieso nicht so spektakulär. Naja. Jetzt müssen wir das einfach noch rechtzeitig bauen, dann ist alles wieder schön und gut. Baust du das jetzt auch oder machst du das nur so ein bisschen ran? Ich habe genau was ich machen wollte, war schauen, ob ich jetzt genügend Teile habe. Ich könnte es theoretisch Bäder machen, aber nein.
warte, bis ich das Sirenenwunder kann. 400.000, ne, das lohnt sich nicht wirklich. Gut, ich mach Bäder. Diese befestigte Mauer kommt noch Rauch noch. Und dann kommen wieder eben seine Sachen. Ja, ja. Und dann sind sehr viele Bürger bekehrt. Das ist sowieso nicht allzu leicht, da was hinzukriegen. Ich kann mehr oder weniger nur warten. Warten auf bessere Zeiten. So, gehst außen rum und hier hinten wieder runter und verbindest dich dann hier mit der Straße. Oh, die Leiche ist weg. Da sind ein paar Minenarbeiter unterwegs. Ah, Minenarbeiter! Ja, die geben wir schlecht einfach das Material hier ab. Da müssen es gleich mehr werden als nur 20. Mal kurz gucken. Jetzt sollten die da ran sein. Nope, die gehen noch weiter. Diese Mine ist auch leer. Eben, da ist noch mehr als genug. Wo gehen die hin? Wo gibt es noch Erz in der Nähe? Wo wollen die bitte schon jetzt hingehen? Sehen sonst noch Erz? Gibt es, glaube ich, hier irgendwo? Bald kann sich niemand der Schönheit meiner Stadt entziehen. Die haben nicht mal Erz. Hier gibt es noch Erz. Was ist das für eine Mine? 30.000. Und sonst hat es hier keine Mine mehr. Doch hier. Ist das eine bodenlose, oder? Nö. Man hat sehr viel. Ich freue mich auf bodenlosen Minen. Habe ich Erz? Ja, habe ich. So, oh, ich habe zu wenig. Verdammt. Wir haben eine Stadt erobert. So. Hört ihr mal auf, da mit eurem Müll da veranstalten. Weiß immer noch nicht genau, was ich vorgehabt habe, aber egal. So, ist ein bisschen flacher. Sieht doch besser aus. Ja. Bist du noch schön weiter? Ups. Ist eigentlich noch Plus? Ist überall sehr großes Plus. Ich will die Straße entlang gehen. Benötigtes Holz, aber Holz habe ich doch genug. Hier habe ich wenig Holz und hier habe ich ganz viel Holz. Jop. Mehr als genug. Wird diese schnelle Stadt eingenommen von denen? Fertig bauen. So, was gibt's noch zum fertig bauen? Das Teil von da. Bitte, dass das ganze Holz aufgebracht habe. Oder auch nicht. Wenn es nichts mehr zum Bauen gibt. Ja, dann hier halt eben. Boah, hat einfach extrem viel übrig gehabt. Bäder machen doch da happy, oder?
Warum mache ich doch nicht ein paar Bord? Bäder? Was sind diese Griechen nur für Narren? Ich jetzt hier aufmache, kommen die da rein. Geht ja echt irgendwie so hier hinten hin. Die kommen nicht zurück. Die geht echt hier hinholen. Ich zweifle an der Intelligenz meiner Bürger. Sollte fast schon gut sein. Jupp. Sollte ein paar vernichtet haben. Glaubt ihr noch? Okay, sind ein paar gestorben, ne? Da reinkommen will wohl niemand. Hier so. Oh, das Teil kommt da. Das ist noch nie uns. Hier sieht es auch gut aus. Gefängnis ist nicht so beliebt, also mache ich das irgendwie so hier oben versteckt. Dann... Ah gut, ich starte. Es wird losgebaut, ne? Schon hier irgendwo anders gebaut. Ja. Gut. Baumeister, hier haben wir wieder was zu bauen. Ja, sobald ich das fertig habe, habe ich wieder brauche ich wieder mehr Häuschen. Und die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Allzu lange sollte das nicht mehr reichen. Jetzt mache ich hier oben noch ein paar Häuschen mehr. Jetzt einfach noch hier noch eins. Fackeln habe ich noch keine. Dabei bin ich doch so ein Fackelfan. Hm. So, dann bauen wir doch mal ein paar Fackeln. Einfach weil es dann genial aussieht. Und darum. Ups. Der in der Nähe, oder? Nope, kann ich rufen lassen. Ja, so schnell fertig gewesen. So ein Waldpfad. Hier oben, der gut beleuchtet ist. So, soll das bald schon ein bisschen lichter vorher sein. Ja, von denen kann ich auch noch ein paar im Hintergrund setzen.
Säulen und Brunnen habe ich auch noch nicht gewusst. Verstehe Säulen sowieso nicht ganz. Einfach Säulen, die irgendwie rumstehen. Sonst nicht Besseres zu tun haben. Verstehen. Naja, das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Ob sie brauchen oder nicht. Sie sind glücklich, wenn ich es mache. Bei anderen Spielen hatte ich jetzt schon lange das Sirenenwunder. Wenn ich das hätte schon früher gemacht hätte, hätte ich auch ein bisschen schneller neue gekriegt, aber. Böse, wenn ich es den da in das Futter rein tue. Jupp, ziemlich böse. Puh. Okay, sollte ich nicht wiederholen. Ich habe eine Idee. Momentan ist man gut auf. 98,9. Ich mache da einfach mal den Heilungswunder rein. Schade. Ist ja nicht so wichtig. Oh, sei schon lange vorbei. Kannst du jetzt mal bitte schon das R nochmal machen? Und noch ein R. Und noch ein R, habe ich gesagt. Ein R, nicht Lagging. Boah, ist das verdammtes Lagging. Ich muss den Patz sowieso jetzt beenden. Also sage ich hier, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.